Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Wir sind immer noch auf der Caravan in Bremen und bei Megamobil und den Thomas. Hallo. Von SJ Reisemobile. SJ Reisemobile, genau. SJ Reisemobile. Megamobil Nord. Genau. Ja, jetzt schauen wir uns ja eigentlich den Clou an. Den Launch. Den Launch 640, ja. Geiles Fahrzeug, gerade wenn man mit vielen Leuten so sich ein bisschen unterhalten möchte im Kastenwagen. Das ist ja sonst eigentlich nicht so möglich. Aber hier drin sieht es ganz anders aus. Aber die müssen selbst anreisen, ne? Das Auto ist ja, für, ja, genau. Für zwei Leute gedacht. Das ist für zwei Leute gedacht, mit viel Platz hinten. Genau. Dadurch, dass es für zwei Leute ist, haben wir hier vorne jetzt... Tisch haben wir doch eine. Nee, haben der wir, Tisch ist optional, was ist wir optional, ne? Beim anderen den klappt man dann hier aus. Hm. Und dann könnte man zu zweit hier vorne auffrühstücken, wenn man möchte. Aber muss man ja nicht, man hat ja hinten so viel Platz. Interessant, die große Dusche, das große Bad. Ich setze mich da mal hin, wir haben so viel Platz. Platz ohne Ende, mit Armauflage. Zum Duschen, das ist ja ein Hochdach hier. Leute, also, da kann ich meine Hand ausstrecken. So hoch ist wer das. Da jetzt nicht duschen kann, dann weiß ja. Ich auch nicht mehr. Hier haben wir jetzt ein bisschen ein kleines Phänomen, wie du siehst. Geht ja, ich sehe das gerade. Aber weil wir haben hier eine besondere Toilette drin. Richtig. Aber die kannst du auch ein bisschen wegdrehen. Ja, sie ist halt ein bisschen eigentlich zu groß für unser Bad, aber es passt trotzdem. Also ja. Wir haben die momentan extra. Aber sie passt. Das ist die Folientoilette. Richtig, die Clevana C1. Genau. Nee, es bringt halt das Drehen halt nichts, ne? Okay. Nicht viel, ja, weil die halt ein bisschen größer ist. Aber zum Duschen reicht es trotzdem noch. Also ja. Je nachdem, was man jetzt für eine Toilette haben will. Aber das ließ sich nicht anders machen da hinten, weil da passt das mit dem Deckel nicht, ne? Nein, wenn wir nachrüsten, nicht. Also seit der Kunde bestellt, gleich von vorne rein Gläserne, dann brauche ich nicht den L-Sockel von der Tedford einbauen. Dann habe ich mehr Spielraum. Dann hast du mehr Spielraum. Dann aber es wird trotzdem knapp. Ja, weil du musst ja den Deckel auch noch aufkriegen. Ja. Das ist ja auch wichtig. Aber dann kannst du das andere Waschbecken nehmen, ne? Zum Beispiel. Ja. Oder du sagst von vornherein, du willst eine Clevana haben, dann kommt die ein Stück weiter dann nach links. Dann kommst du weiter rüber. Ah, alles klar. Weil hier war eine Tedford drin vorher. Hier war eine Tedford. Aber tolle Toilette, gerade wenn man nur am Wochenende unterwegs ist, eine super Geschichte. Ist immer einsatzbereit, ne? Immer einsatzbereit. Und immer sauber. Wir haben schon überlegt, aber wir sind einfach zu lang teilweise unterwegs. Und wenn du dann 5 Wochen unterwegs bist, dann wird es nachher doch schon etwas teurer. Aber ansonsten, Leute, die 2 Wochen oder ein Wochenende mal los sind, für die ist das eine geniale Sache, weil diese Folie kannst du überall im Restmüll entsorgen. Tolle Sache. Ja gut, ihr habt ja jetzt 3 Alternativen. Ihr habt die Chemietoilette in der Serie, ihr habt die Trenntoilette von Trelino. Genau. Und ihr habt die Clevana C1 zur Auswahlmöglichkeit. Also für jeden, der muss, das muss sich jeder für jeden was dabei, weil ich bin jetzt noch nicht der Trenntoilettentyp. Ich auch nicht, dann nehme ich lieber die Tedford, die Standardtoilette. Genau, die kann ich ohne Chemie auch überall entsorgen. Genau. Weil ich lasse eine Soganlage einbauen. Richtig. Und habe da auch keine Probleme mit. Und entsorgen musst du die Pipi ja sowieso, ne? Solltest du, ja. Also, im Graben kippen wird auch nicht so gerne. Nein, na, ich meine nur, du musst da sowieso gehen, ne? Genau. Ja, da kann ich auch gleich mit der ganzen Kassette gehen. Also, das macht aber das ist ja alles Geschmackssache, sollen die Leute weil selber entscheiden. Ich habe keine Chemie drin. Und ich kann es ja jetzt mal zumachen. Auch selbst wenn es so ist, habe ich hier noch richtig viel Platz zum Duschen. Ich kann mich drehen. Schaut mal, auch mit meiner Statur funktioniert das super. Also ich habe da ganz andere Lösungen gesehen. Das ist genial. Und wir sind halt im Kastenwagensektor immer noch unterwegs. Ne? Ja, ja. Hier oben haben wir noch einen Oberschrank. Oh, da hat ja richtig viel Platz. Film da mal rein. Da ist richtig viel Platz. Das ist schön. Kann man ordentlich was unterbringen. Wir haben nämlich bei uns jetzt gemerkt, da fehlt es dann doch am Platz in so einem kleinen 540er. Hier oben natürlich auch ordentlich Platz, dadurch, dass wir ein Hochdach haben. Da passen ganz schön viele Winterjacken rein. Und ich sehe gerade hier oben drüber, habt ihr das genutzt? Da kann man Gläser reinstellen. Gläser, ja, Becher, was auch immer. Ne? Beleuchtet ist dann. Beleuchtet sogar. Hier haben wir dann einen riesigen Oberschrank auch. Zweigeteilt. Oben die Tassen, hier passen die Teller rein. Hier ist nochmal eine Erhöhung wegen der ganzen Elektrik. Aber trotzdem hast du da Platz ohne Ende. Hier nochmal eine Ablage, die gegen Herausfallen gesichert ist. Und die typische Spaghetti-Küche. Die Küche
nicht so tief. Schöne Auszüge mit Softclose. Genau. Ist im Endeffekt wieder der gleiche Grundküchenblock, den wir. Genau, der ist immer gleich. Auch in den anderen Fahrzeugen. Ja. Und hier die große für den großen. Ah ne, da war ja oben die Durchreiche, genau. Ja, du kannst das Brett hier unten aber raus. Genau. Nehmen. Kannst du von außen auch beladen. Tolle Sache, also stellst deine Kaffeetassen von außen rein und dann holst du hier zum Abwaschen. Fertig. Musst du nicht oben stehen lassen, nee, im Weg. Ja, dann haben wir hier auch nochmal einen Oberschrank. Ich mach die mal beide zu. Und dann haben wir hier noch einen Schrank mit zwei Fächern. Und hier kann man auch eine Steckdose bestellen? Ja, hier wird es schwierig. Hier wird es schwierig? Ja, Problematik. Wir haben ja hier oben eine Steckdose, genau. Wir haben, können dann hier. Wir können, wenn dann nur im oberen Schrank, ja, eine Steckdose machen, weil wir müssen einen Schrank haben, weil wir ja nicht Aufputzsteckdosen machen. Genau, bei mir wird jetzt die Kaffeemaschine hier stehen, weil abwaschen, das machen wir einmal. Machst du gar nicht? Ja. Entweder gleich, aber wir machen das auch manchmal einfach auf Toilette gehen, da spülen mal die Tassen aus, weil die meiste Zeit gehen wir essen. Das mache ich auch nicht anders. Ja, oh, das ist ja ein schöner Auszug hier, gefällt mir. Da passt auch richtig viel rein und schön geordnet. Man muss nicht tief runterkramen und dann haben wir hier den Tritt nachher, wenn das Bett gebaut ist. Genau. Sehr schön. Unter der Sitzbank ist die Technik versteckt, links Wassertank. Und rechts ist. Rechts Elektrik und Heizung. Heizung, genau. So, und dann haben wir hier die tolle Rundsitzgruppe. Die ist wirklich rund, da kann man nämlich auch sitzen. Ist er offen? Ja. Ja. Kannst du verschieben. Genau. Okay, kannst du bequem einsteigen und dann ziehst du es einfach zurück. Hier kann noch jemand sitzen. Also fünf Personen haben hier echt bequem Platz. Und nicht nur das, also weiß ich nicht, was man hier noch alles so anstellen kann. Hier ist oben auch noch mal eine Liege. Eure Fantasien. Da bin ich raus, was ihr da anstellen wollt. Nee, weil hier oben kannst du ja auch zwischendurch einfach mal hinlegen. Das, ne? Ja, das gehört, ist ein Teil vom Bett. Mhm. Also das Bett ist nur in der unteren Stellung nutzbar. Also nicht, das geht auch elektrisch, der Mittelteil fährt hier, ja, ein. Dahinter sind nochmal die Schlafzimmerschränke in derselben Breite wie die hier vorne. Ja. Dann hast du halt hier im Bett. Kann er mal eins hier aufmachen? 2 Meter mal 1,90, ne? Immerhin noch Schränke drin im, ja, Hubbett, ne? Tolle Sache. Und hier werden nachher die Gurte eingefädelt für das Hubbett. Das Hubbett, das liegt nachher hier bündig auf. Bündig auf, ne? Das ist nur das Zwischenteil. Genau. Das liegt denn hier bündig auf, dann habt ihr das Bett hier. Das ist jetzt kein Hubbett in dem Sinne, sondern ist eigentlich ein Teil des elektrischen Bettes, was runterfährt. Ja, und darf auch nicht belastet werden. Darf auch nicht belastet werden auf verschiedenen Höhen. Das ist nur, wenn es unten ist, aufliegt. Aber richtig gemütlich hier. Es ist halt Wohnzimmerfeeling. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also hier kann sich schön aufhalten und dein Bett ist schnell gemacht. Super Geschichte. Wir haben ja in diesem Lounge hinten ja auch noch Platz in der Heckgarage. Das, ja, haben wir an diesem kurzen ja nicht so viel. Da ist ja eigentlich, ja, zwei kleine Fächer waren da. Und ja, den Rest müsstest du durchladen. Aber hier hast du immer noch Platz hinten. Also hier in die Heckgarage passt Stuhlset mit zwei Stühlen, also Tischset mit zwei Stühlen rein. Ja. Ein bisschen Kabel, ein bisschen sonstiges. Können wir uns gleich mal angucken. Also das Grundmaterial, was du für einen Campingplatz brauchst, kannst du hinten in den Kopf, ja, anpacken. Wie groß ist das Bett nochmal hier? 1,90 x 2 Meter. Ah ja, da kannst du aber quer oder längs schlafen, wie du willst. Super. Ein größeres Bett kriegen wir hier, glaube ich, nicht. Nee, nee, das ist genial. Gerade wenn man so ein bisschen schräge steht, hat man ja ab und zu und dann kommst du nachts an und dann bist du zu faul, das auszugleichen. Das bin ich ja sowieso grundsätzlich. Und dann schläft man da einfach quer drin, fertig. Ja, auf der anderen Seite haben wir noch mehr Fächer. Ihr seht, da ist die Elektronik für die Sattanlage drin. Hier ist der Fernseher, der ist hier reingeschoben, den kann man rausziehen und dann kann man bequem vom Bett aus fernschauen. Schon so ein bisschen Kino-Feeling hier. Dann haben wir hier nochmal einen Kleiderschrank mit richtig viel Platz. Ja, hier drüber haben wir auch Steckdosen. Hier kann man auch seine Elektronik laden. Ist auch eine schöne Ablage hier, finde ich super. Ja, hier unten haben wir die Heizung, ne? Genau. Die verbirgt sich dahinter. Ein guter Platz. Stört nicht.
und man kommt sogar noch ran. Hier den Kühlschrank, der ist zweigeteilt. Oben Gefrierfach und unten? Unten ist Getränkefach. Getränkefach einfach. Okay. Das ist das, das wichtigste Fach, ne? Slim Tower. Da kannst du auch kein Gemüse reinlegen, ne? Das ist normale Kühlschranktemperatur. Und die Kälte bleibt drinnen im Kühlschrank. Genau. Wenn man es auszieht. Das ist der Vorteil bei so einem Kühlschrank, bei so einem Auszug. Ja, wir haben hier auch. Haben wir hier einen Häki noch, ne? Nein. Da ist gar kein Häki mehr. Wir haben hier optional, kriegst du ja auch ein großes Zwischenrein gerade so. Okay. Das, also ist die Zusatz, das läuft dann so. Genau. Ja. Das ist die Zusatzdachhaube wieder als Vorbereitung für Dachklima oder Maxvan. Dachklima oder Maxvan. Das ist wieder eine Serienhaube. Okay. Und hinten in dem Bereich über dem Bett ist die Solaranlage. Ah, deswegen ist es da nicht möglich. Aber ihr seid autark. Ganz, ganz wichtig. Das merken wir hier auf der Messe. Gott sei Dank gehen die nur 3 Tage, weil die haben keinen Strom für uns. Leider. Ja. Und unsere ganze Technik, die wir laden müssen, und Heizung, wenn die noch läuft, und der Kühlschrank. Ja, ja. Wir haben zwar 200 Amperestunden Batterien, aber ich will mich da nicht weit hinauslehnen. Es wird eine Woche wahrscheinlich reichen, wenn man spart. Hier außen, ganz praktisch, TV-Außenanschluss. Dann haben wir den Anschluss für den Grill. Für den Grill, ja. Und Frischwasser. Frischwasser. Genau. Wir haben hier gerade tolle Alufelgen, sehe ich. Das sind 18 Zoll? 18 Zoll mit dem Conti Vanco Kontakt Camping. Also den ganzen Jahresreif. Den ganzen Jahresreif. Ich glaube, den haben wir auch drauf. Der ist super. Ja, läuft gut. Das ist ein sehr angenehmer, leiser Reifen. Der ist auch im Winter ist er richtig gut. Man sieht es dem Reifen gar nicht an, aber der hat auch nicht Grip. Schauen wir hinten nochmal rein. Ja. Der Kofferraum. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Also ihr seht es. Wow. 2000 Watt Wandler. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da kann man jede Kaffeemaschine mit betreiben. Oder seine E-Bikes laden, weil hier hinten, habt ihr das am System angeschlossen? Komplett, ne? Nein, jetzt beim Wechselrichter ist nur eine Steckdose. Nur eine Steckdose. Aber momentan aus Sicherheitsgründen, weil einige Herrschaften meinten, sie können mehrere Geräte gleichzeitig betreiben. Ah, alles klar. Aber du hast ja direkt an dem Gerät noch eine Steckdose für die E-Bikes. Genau. Hast du immer noch eine zweite Steckdose dran. Kannst du dann auch da laden. Wir können auch andere Wechselrichter, die sind etwas teurer, dann verbauen, wo wir das ganze System mit anschließen. Mit Vorrangschaltung denn? Ja, mit einer Sicherheitsvorrangabschaltung. Ja klar, du brauchst ja diesen FI-Schalter. FI-Schalter ist sowieso bei uns auch. Nee, aber du brauchst ja diesen speziellen. Genau. Damit du, man muss ja wissen, sagen wir mal einfach Plus und Minus, um das zu vereinfachen. Ja. Man kann das ja, den Stecker kann man drehen und deswegen braucht man eine besondere Absicherung. Ja, und dann haben wir hier oben, was haben wir hier nochmal für ein Fach? Nochmal Stauraum. Nochmal Stauraum. Oh ja. Da kann man ja die, also Schlauch und solche Utensilien unterbringen. Und dann Verlängerung. Haben wir nur noch Gasfach für eine 11 Kilo Flasche. Eine 11 Kilo Gasfach, die hält ja ewig denn. Also ja, bei uns wird es so 2 Jahre halten. Ja, hier ist jetzt die Dieselheizung drin. Ja. Aber hier kriegst du dann auch wieder optional auch Unterflur Gastank, wenn du mit Gasheizung heizen willst. Ja. Und dann ist der Stauraum ja auch wieder frei. Dann ist der auch wieder frei, dann kannst du auch andere Sachen machen. Reinmachen. Ja, wie gesagt, hier sind noch ein paar Steckdosen. 230 Volt, 12 Volt. Und was war das jetzt hier? Das war fürs Bett, genau. Das war fürs Bett, ja. Ja, und ihr seht die Dämmung. Das ist rundum so. Wir haben hier Rollo-Verdunklung. Ja, mit Insektenschutz, das ist ja Serie. Ja, das ist Serie, aber das finde ich halt gut, weil diese anderen Dinger, da braucht man nur einmal reinknallen, das ist alles zerknittert. Und wir haben jetzt auch Rollos, ich bin da richtig glücklich, sonst sehe ich schon wieder ganz schlimm aus bei uns. Gerade wenn man auf engstem Raum unterwegs ist. Und gerade auch da, wenn man jetzt schläft an den Seitenfenstern, sind Rollos einfach das Beste. Diese Plissés, da oben sehe ich auch nochmal Steckdosen. Das 12 also, Volt und 230 Volt. Und hier haben wir USB. A und C. A und C, super, perfekt. Und 230. Und 230, also für die Apple-Fans natürlich eine super Geschichte. Ja, jetzt wird der C-USB-Standard werden. Ja, ja. Nee, aber es ist ja für schnelles Laden halt. Ne? Ich weiß nicht, wie schnell man hier laden kann. Bis wie viel Ampere habt ihr das aus? 2,5 meine ich. 2,5, aber die können ja noch mehr, ne? Wenn man dann eine ordentliche Leitung legen würde.
Ja, du hast ja einmal die A-Variante, ist glaube ich 2,5 und die C 5. Aber 5 machen die meisten, aber bis 10 geht's halt. Ne? Aber 5 ist schon gut. Ich sag mal, wenn man 5 hat, dann ist man schon auf der guten Seite. Ich meine 2,5 und 5. Ja. Aber ist auch wieder ein Luxusproblem. Ne? Ja, du fährst ja meistens länger als eine Stunde. Also insofern. Ja, das passt schon. Jedenfalls hast du von diesen USB-Steckdosen mehrere im Auto noch verteilt. Das ist nicht die einzige. Ja, ganz wichtig heutzutage. Man kann nie genug haben. Ja, Thomas, was schauen wir uns als nächstes an? Ja, noch ein bisschen haben wir. Ne? Wir könnten uns jetzt danach noch den Classic 600, unser ein klassisches Fahrzeug, Querschläfer. Als Querschläfer. Auch auf dem kompaktes Fahrzeug. Chassis angucken. Genau, das machen wir dann. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.